Hey Leute, heute präsentiere ich euch den Kameramod für Minecraft. Mit diesem Mod könnt ihr Kamerafahrten erstellen, die ihr dann abfahren könnt. Somit lassen sich bessere Videoclips erstellen und das Ganze ist noch einfach zu bedienen. Wer andere Mods nutzt, auch kein Problem. Ihr könnt den Shader sowie andere Mods mit dem Kameramod zusammen nutzen. In der Videobeschreibung findet ihr die nötigen Links zum Mod. Zudem darf ich euch den Mod Optifine ans Herz legen. Zusammen mit dem Shader Mod habe ich natürlich auch schon ein Tutorial darüber gemacht. Also wer sich den Shader Mod installieren möchte, klickt einfach nur auf den Link. Bei dem Mod liegt ein Aufnahmeprogramm dabei, das ihr ebenfalls extra herunterladen könnt. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, aber ich würde stattdessen immer nur eigentlich Fraps benutzen. Die Dateien aus dem heruntergeladenen Kameramod-Ordner packt ihr jetzt einfach nur in die Minecraft-Jar. Damit ist die Sache schon gegessen. Andernfalls noch den Meta-Inf-Ordner löschen. In-game angelangt haben wir die Taste O und können damit die Optionen von dem Mod aufrufen. Wer wissen will, wie der Mod funktioniert, hier ein Quick-Tutorial von mir. Die Kamerafahrt wird von Punkten geleitet. Was ihr machen müsst, ist lediglich einfach nur mit dem Befehl die einzelnen Punkte zu setzen. Das macht ihr mit dem Command /campp und hinter dem P könnt ihr dann den Namen schreiben. Einfach kann man es ja auch dabei machen, wenn man einfach nur /campp1, /campp2 und so weiter macht. Um die Punkte zusammenzufügen, gebt ihr den Befehl /campsp ein. Wenn ihr jetzt noch weitere Punkte hinzufügen wollt, auch kein Problem. Am einfach immer nur wieder /campsp eingeben, um die komplette Route wieder abzuspeichern. Um die Fahrt jetzt zu starten, gebt ihr einfach nur den Befehl /campstart ein. Dann fährt ihr die komplette Strecke einmal ab. Um es langsamer oder schneller zu machen, könnt ihr einfach mit dem Befehl /campstart und dahinter die Sekunde schreiben, zum Beispiel /campstart15s. Das S hinter der Zahl ist aber entscheidend wichtig. Da könnt ihr ansonsten auch einfach ein M draus machen, dann nimmt ihr die komplette Zahl nur als Minute. Mit /campgoto könnt ihr zu einem Punkt gehen, den ihr schon gesetzt habt. Dahinter dem Goto schreibt ihr dann einfach nur den Punkt bzw. den Namen von dem Punkt. Mit /campundo könnt ihr einen Punkt wieder löschen. Danach solltet ihr aber wieder den Befehl /campsp schreiben, damit die Reihenfolge erhalten bleibt. Mit /campTarget könnt ihr der Kamera einen Punkt geben, zu der sie die ganze Fahrt überschauen soll. Das wäre praktisch, wenn ihr zum Beispiel etwas stark hervorheben wollt. Mit /campclear, also dem letzten Befehl, könnt ihr alle Punkte wieder resetten. Es gibt für die Crackheads da draußen noch ein paar nette Features mehr. Die findet ihr aber unter dem folgenden Link. Soweit so gut, das war's soweit vom Kameramod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn noch etwas unklar ist, dann schreibt da auch einfach einen Kommentar oder eine PN. Meine Skype-Kontaktdaten stehen wie immer in der Beschreibung. Also, wenn's das gewesen ist, würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video.